21 Dollar hinzu. Jetzt haben wir zumindest schon mal 100. Nach der Party. Ja, komm. Ich gehe mal zu der Party. Ich weiß nur gerade nicht, was ich anziehen soll. Geh mal so hin. Bin ich mal auf die Party gespannt. 109 Dollar. Ich will auch mal was anderes machen. Hier nicht nur immer arbeiten. Auch mal ein bisschen Party und so. Nachtleben. Haben wir gleich wieder eine Errungenschaft gekriegt. So. Weißt du was? Ich mach mich immer eine Dame hier ran. Da haben wir eine Ecke Produkt bekommen. Beschafft die 5 Handynummern. Nee. Ich wollte eigentlich nur so mit dir quatschen, Mädel. Quatsch ich halt mit dir. Dieser Moment, wenn... Ja, was auch immer. Ich bin mir sicher, dass du früher oder später von deinem Kanal leben kannst. Naja, wenn du so optimistisch bist, dann kann es ja nur was werden. So, wir können uns gegenseitig Bekannte nennen. Vielleicht sehen wir uns demnächst. So, ich will aber mit der befreundet sein. Es gibt Dinge, die wichtiger im Leben sind als Geld. Allerdings sind diese so teuer. Ach komm, wir können mal ein bisschen tanzen. Mit der lieben Dame. Sag mal, tanzen die da hier den Gangnam-Style oder was? Oh. Oh, das geht gar nicht wie bei den Sims Live. Ich war früher auch mal ein YouTube-Video, doch dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Was? Okay. Also Leute, wenn ich irgendwann mal mit YouTube aufhöre, ihr wisst, ich habe einen Pfeil ins Knie bekommen. Hast du den neuen PC gesehen? Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Moment, ich tanzen. Ein Freund wie dich zu haben ist großartig. Ich bin sicher, dass das der Anfang einer guten Freundschaft ist. Bis bald. Komm, da wird doch noch mehr. Caitlin. Vor einiger Zeit habe ich Warf of the Bongo Remix auf meiner Microsoft XZ-Box gespielt. Die Musik ist aber auch mal die gleiche, ne? Also ziemlich eintönig. Aber eigentlich ein bisschen ranzoomen kann man noch, aber nicht viel. Ich habe früher auch mal ein Mewtwo dann, ja, habe ich immer noch einen Pfeil ins Knie bekommen. Ein Geschenk geben. Tada! Flirten. Findet sie nicht so gut. Okay, dann wieder ein bisschen reden. Meist Spiele aus dem Grafik-Adventure. Momentan verbringe ich viel Zeit mit Gian Limbo. Komm, wir haben noch 15 Sekunden. Da muss noch ein bisschen was gehen.
na? Die Play Studio Style war ein noch nie dagewesener Erfolg. Ja, es kann sein. Und wir gehen nach Hause. Ich gehe jetzt. Gut, haben wir gleich jemand Neues kennengelernt. Von diesem Moment an konnte ich zu Partys gehen, wann auch immer ich wollte und jeder meiner Freunde einladen. Machen konnte ich dies durch meinen Kalender am Handy. So, wir haben übrigens, manche Veranstaltungen hatten eine Kleiderordnung, also musste ich immer ein passendes Outfit finden. Ich konnte die Kleiderordnung jeder Veranstaltung sehen, indem ich im Kalender auf sie klickte. Und was ich gemacht habe, wenn ich kein passendes Outfit besaß, ich bin einfach einkaufen gegangen, ganz einfach. Klicke auf den PC, ja, okay, ich will erstmal, es ist jetzt, kann ich nicht mal, okay, dann gehen wir halt erstmal einkaufen, immer hier unser neues auswählen, so, wir haben jetzt nämlich den Clothing Shop, der kleine, gekauft, die ich benötige, um zu Events zu gehen, um mehr Erfahrung zu erhalten, die ganze Kleidung hatte ich im Schrank verstaut, wenn ich auf eine Veranstaltung ging, machte ich mich von nun an nie mehr zum Affen. Du hast das Video nicht gemacht? Ja, leider konnte ich nicht. Ich hatte kein Geld. So, ich will jetzt endlich mal hier mein Dings verteilen. Das haben wir hier. Abhängig die... erhöht sich mit der Anzahl von Videoaufnahmen des Spiels. Was haben wir hier? Hardcore Adventures, Strategie, Rollenspiel. 10% mehr Likes. Sprachgewandt, du bekommst 6% mehr Abonnenten mit angezockt Review- oder Unboxing-Videos. Ich nehme das. So, Spiel auswählen. Indian Bandicoot. Achso, das ist ja wieder das, wo wir die Konsole kaufen müssen. Das, was wir bekommen haben. Fail Out ist schon wieder total out. Das war ein richtiger Fail. Hier können wir noch ein bisschen Gameplay betreiben. Ladebildschirm mit Hinweisen. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Fröhliche Äußerung. Zeit bevor das Spiel startet. Hätte ich doch lieber unlustiger nehmen sollen. Handlungswechsel und für die Verabschiedung beim Handlungswechsel, wie immer. So. Das, das. Und das. So, sehr gut. So, ich möchte jetzt also nicht. Level 9. Nee. Kurs möchte ich mir jetzt noch nicht holen, obwohl wir haben erst den 7. März. Die Kohle werden wir schon irgendwie zusammenkriegen. Ich möchte gerne Nachbearbeiten für Anfänger machen. So wirklich schnell ist das Internet jetzt hier immer noch nicht. Wir können übrigens unsere Erfahrung hier abholen. Zack. Kann ich denn eigentlich noch so ein bisschen das Video pushen? Hashtag Reflink. Warum muss ich eigentlich Geld dafür bezahlen, wenn ich es herum erzähle? Jetzt mal ernsthaft. Verlangen meine Freunde Geld von mir, wenn ich denen irgendwas erzählen möchte? Was ist denn das? Was hast denn der für Freunde? Schade, das ist ja, kann man hier nicht irgendwie vorspulen oder so. Auf welchem Platz hantieren wir denn? Insgesamt verdient. Sehe ich nicht. Rang auf YouTube. Ich möchte gerne wissen, auf welchem Rang wir uns befinden.
Auf einem ziemlich niedrigen auf jeden Fall. Was haben wir denn noch so? Netzwerke. Du musst mindestens eine Luxuswohnung besitzen, um ein Netzwerk beitreten zu können. Na dann. So. 22.000, dann gibt es ja eigentlich die nächste Abonnentenerhöhung bei 30.000. Das ist die nächste Aufgabenbewältigung. Und meist gesehen gibt es bei 52k. Was will denn er schon wieder? Ich muss gerade etwas von meinem Computer holen. Bin gleich wieder weg. Alter. Da kommt der einfach immer hier so ständig rein und dann... Ja, pff. Mal deinen Computer nehmen. Bin gleich wieder weg. Ist doch egal, ob du den jetzt brauchst oder nicht. Gehen wir erstmal pennen. Ja auch immer an Sachen pennt, ne? So, Video läuft noch relativ gut. Na komm, $33 kriegen wir noch zusammen, aber ich denke mal, 34 werden es nicht mehr. Ich will aber erstmal diese Nachbearbeitung beenden. Ja, $33.20. Vor allen Dingen, das Video ist gerade nicht mehr aktuell. Und, ich habe gehört, dass du hochzuladen. Ich werde das Spiel zu dir schicken. Ja, hoffentlich ist es diesmal für einen PC. Warte mal. Ja, Dall-PC. Okay. Wie viel Kohle kriegen wir dafür eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Auf jeden Fall viel. So, dann gib mal her. Ich bin nämlich auch gleich fertig hier mit Nachbearbeitung für Anfänger. So. Das gibt Level ohne Ende. So, dann machen wir auf. Kurs abgeschlossen und ich mach dir dein Spiel. Nicht kaufen. Spielen. So, dann wollen wir mal. So, Weg in der Begrüßung. Und unser Rechner geht schon wieder in die Knie. Hauptmenü. Ich nehme das. Und das war das Falsche. Unvorsichtiges Gehen. Das war auch das Falsche. Interaktiver Ladebildschirm. Eine Zusammenfassung des Spiels in der Verabschiedung. Jetzt kommt der sogar rein, wenn ich hier gerade am Aufnehmen bin. Das ist ja unglaublich, ey. Unglaublich nervig. So, ein bisschen Fokus. So. Gibt aber noch ein bisschen Kohle. Den Rechner reparieren wir gleich mal. So, und schon läuft er wieder. So, was haben wir? Ein wütender Kommentar. Verabschiedung mit Kuss. Ach komm, Verabschiedung mit Kuss. Sehr schön. Wir gehen mal arbeiten. Interner Programmierer, interner Spieleentwickler. Ich glaube, wir können... Warte mal, wir müssen erstmal was essen. Aber ich gehe erstmal Essen kaufen. Ich muss ja warten, bis der PT fertig ist. Alter, ich könnte jetzt nebenbei auch ein Video hochladen und trotzdem Essen kaufen im Mittelpunkt. Mhm, mhm.
weiß gerade nicht, warum ich nicht Spieleentwickler machen kann. Wir gehen mal kurz pennen. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen arbeiten. Nicht unterhalten. So, wir haben $139. Wie geht's mir für ein neues Handy? Wird in ein paar Tagen auf dem Markt erscheinen und wird ein paar echt klasse Extras für YouTuber haben. Du solltest bei solchen Veranstaltungen dabei sein, um mit den Industrieeinheiten immer auf dem neuesten Stand zu sein und etwas Bekanntheit zu gewinnen. Ich habe ein paar Einladungen zu vergeben, also wenn du mit mir willst, dann einfach deinen Kalender und stimme zu. Ich werde es auf jeden Fall nicht verpassen. Ist das kostenlos? Das würde mich $25 kosten. Hier. Hier können wir mal hingehen. Und All White Bash. Das ist dann wieder... Kriegt man hier Ticketpreis. Erfahrung kriegt man da. Wir könnten ja noch mal ein bisschen chatten hier. Wie war denn das? Wie geht's? Ich bin nur ein bisschen... Ja, du mich auch. War doch, glaube ich, das Mädel, ne? Scheiße, ich brauche irgendwie mal einkaufen. Einkaufen. Ich will mal was gucken. Konsolen, Superfood. Erstmal bei Superfood hier meinen Salat kaufen, den ich brauche. Ein paar Hotdogs gehen auch immer noch. Kaffee, nee, Energy auch nicht. Bisschen Sandwich, auf jeden Fall Salat und ja, $1 sollte reichen. Das Geld auch direkt wieder zurück. Wo ist eigentlich jetzt hier und so? Ah, ich würde gerne mit der Dame chatten. Geht das nicht? Jetzt geht's. Nicht weiter ausbauen, bis wir uns persönlich sehen. Ich mag dich aber. Ja, es ist... Danke, danke, danke. Danke. Bist du diejenige, die wir einladen? Wir werden uns dort treffen. Ich komme, okay. Ach, da bist du ja schon. Vielen Dank für deine Einladung. Reden. Flirten? Nein. Was kann man noch so auf Wiedersehen umarmen vielleicht? Ist ja wie bei den Sims hier gerade. Ich sehe schon, du hast ein Video, worum ich dich gebeten habe, hattest du nicht genug Zeit. Hä? Klar habe ich das gemacht! Was? Ich habe das gemacht! Verarsch mich nicht! Was? Na klar! Oh Mann! Na klar habe ich das Video gemacht, oder? Das war doch das Video! Oh, wie sie mich trollen wollen, Alter! Oh, scheiße, jetzt habe ich mir bestimmt viel Geld durch die Lappen gehen lassen. Ja, dann fangen wir an. Willkommen auf der Präsentation von dem neuen Strawberry Cross 9200. Wir hoffen, dass das Strawberry Cross 9200 den mobilen Markt revolutionieren wird. Hoffen wir natürlich nur. Das neue Handy verbindet dich erstmal mit den sozialen Netzwerken. Du kannst Nachrichten an deine Freunde setzen, du kannst deine Freunde folgen, Nachrichten an der Pinnwand hinterlassen. Es basiert auf den neuesten Trends und hast du nicht gesehen. Das Gerät wird im September
23 zu einem Preis von $150. Erscheinen alle Besucher, die Veranstaltung bekommen einen Preisnachlass von $100. Okay, das heißt, wir bezahlen dann nur 50 für das Ding. Ist doch schon mal gut.